Wenn man sich ein Tier anschaffen will, ja? Ja, dann muss man zumindest ein bisschen Ahnung von Tieren haben. Das ist klar. Und aus diesem Grunde habe ich mir dieses Tierbuch hier gekauft. Das ist klug, was? Das Buch. Nein, ich meine die Idee, sich ein Tierbuch zu kaufen, denn da steht ja alles drin, was man über Tiere wissen muss, zum Beispiel Tierzucht, Tierpflege, ja, Tierkrankheiten ja. Und so weiter, ja. Ist ja klar. Naja, Miss Kind, Sie wissen doch, ich habe doch einen Vogel. Ja, ja, das weiß ja jeder, nicht? Bitte! Meine, ich meine doch einen richtigen. Ja, und was haben Sie eigentlich für ein Vögelchen? Ich habe einen Harzer Roller. Bitte, was haben Sie? Ich habe einen Harzer Roller. Ah ja. Sprachen wir nicht eben vom Vogel? Sag mal, kennen Sie denn keinen Harzer Roller? Ja, doch, ja, ja. So klein und gelb? Ja, ja, ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht, wieso? Der riecht doch so. Ne? Bitte? Der riecht doch nicht. Naja, wenn er frisch ist, riecht er noch nicht so, zugegeben. Das heißt nicht frisch, das heißt jung. Also, gut, das ist klar, ja. Gut, ich hab's nie gehört, aber wie Sie wollen. Also der Käse ist nicht frisch, er ist jung. Wer redet denn hier von einem Käse? Der Harzer Roller ist ein Kanarienvogel. Und wie der Name schon besagt, kommt er woher? Aus dem Harz. Nein, von den Kanarischen Inseln. Dort fliegt er frei umher. Guck mal. Ja, Kanarische Inseln heißen aber gar nicht so. Die heißen eigentlich Hundeinseln. Ach ja. Ja, nun wissen Sie hoffentlich, was Harzer Roller sind, ja? Ja, fliegende Hunde. Bitte! Das ist ja wieder, um junge Hunde zu kriegen. Ja, seht ihr, Herr, nun kommen wir endlich zum Thema. Also, wie gesagt, ich will mir einen Hund anschaffen. Dann fangen Sie erst mal klein an. Mit kleinen Hund? Nein. Wir werden nachsehen in meinem Buch, da wird ja sicher was drinstehen. Was Passendes für Sie, wenn wir schon finden. Oh, hier. Blätter. Was? Hier? Ah, ja. Da sehen Sie, aufgeschlagen schon habe ich es. Eine Hundehütte. Was ist das? Eine Hundehütte. Das ist ein Terrarium. Ach so. Und was kommt da rein in das Terrarium? Ein Terrier. Nein. Da kommt rein zum Beispiel ein Goldhamster. Ein Goldhamster. Goldhamster? Goldhamster, ja. Aber teuer. Wieso teuer? 2 bis 3 Mark das Stück. Ja, das sind aber nicht die echten. Bitte. Also lesen Sie erst mal nach, was hier steht über den Hamster, ja? Bitte schön. Also. Taramci Buffinace Kaluppe. Was ist jetzt los? So rum. Bitte, der Hamster. Ich dachte, es ist lateinisch. Na nun. Na gut, also. Hier, andere Seite, da fängt es an. Da ist er. Also. Der Hamster ist bösartig und übellaunig. Sehen Sie mal an, Herr Prall, der auch. Nicht nur... Bitte! Also sehen Sie sich erst mal den Hamster an. Gefällt er Ihnen? Oh, gefällt mir gut. Gefällt Ihnen gut, ja. Was fällt Ihnen da zum Beispiel am Kopf auf? Am Kopf fällt mir nichts auf. Nein. Doch, natürlich, ja. Fällt mir auf. 2 Ohren fallen mir auf. Nein. Nein, Ohren fallen mir nicht auf. Gut, bitte, bitte. Ich meine doch die Hamstertaschen. Die Hamster... Na, wo hat er denn die Hamstertaschen? Wo hat er denn die Hamster... Na, nur... Ich, wo der die Hamster... Vielleicht hat er sie vergessen, oder was? Bitte! Die hat er am Kopf! Wie sagt man dazu? Der hat was am Kopf! Ach was? Backentaschen! Backentaschen! Backentaschen, jawohl! Und was trägt er in den Backentaschen? Backware, oder? Oh, na, besser noch! Und sowas will sich ein Hund kaufen? Ja, gerne. Ich möchte bloß wissen, was für einen. Das kann ich Ihnen sagen. Diesen hohen, die, wie heißen die... Diese langen... Hä? Warten Sie mal. Ja, ja. 8 Pfundländer, diesen. 9 Pfundländer! Na, auf 1 Pfund mehr oder weniger kommt es ja wohl nicht an. Sag mal, kennen Sie sich überhaupt aus in Hunderassen? In Hunde, aber, Herr Breit. Wenn der Jäger auf die Jagd geht, nimmt er was mit? Eine Flinte. Was denn noch? Noch eine Flinte. Wieso denn? Vielleicht eine Doppelflinte, ich weiß nicht. Den Dackel! Eine Flinte für einen Dackel. Geil. Sonst mal, haben Sie schon mal einen Dackel schießen sehen? Ganz selten, Herr Breit. Wenn der Jäger auf die Fuchsjagd geht, ja? Ja, dann setzt er den Dackel auf die Fährte. Ach, und darauf reitet der Dackel hinterher? Nein, nein, nein! Ich sagte nicht Pferde, ich sagte Fährte. Fährte. Fährte, ja. Nun passen Sie auf, plötzlich ja? Knackt es im Unterholz. Was macht der Fuchs, na? Was macht der Fuchs? Was macht der? Er schnürt plötzlich davon. Was macht der? Er schnürt plötzlich davon. Ah. Und was macht der Dackel? Der schnürt auch davon. Der schnürt sein Päckchen. Ich weiß doch nicht, was die Tiere da im Walde treiben. Was merkwürdig. Ihn packt das Jagdfieber. Ah, jetzt kriegt er auch noch Fieber. Da müssen wir mit ihm zum Arzt oder irgendwas. Aber doch nicht zum Arzt. Keine Warum? Krankheit? Das ist eine Krankheit. Aber eine richtige Tierkrankheit ist zum Beispiel die Tollwut. Ah ja, ja die kennen. Tollwut kenne ich. Sondern Sie kennen immer alles. Tollwut kenne ich. Woran erkennen Sie denn die Tollwut? Ja, das, Na? Stechender Blick. Ja. Gereiztheit. Ja. Wutanfälle. Immerzu. Und übertragbar auf den Menschen. Ja, das wissen wir ja, nicht? Bitte!
lieber Herr Herrich, lieber Herr wenn Freilich. Sie ein Tierhalter sind, dann müssen Sie ein bisschen Ahnung von Tieren haben, ja, von, Tierkrankheiten. Das muss man. Denn der Tierarzt fragt ja nicht das Tier, er fragt Sie. Ja, also. Nun stellen Sie sich vor, Ihr armer Hund würde eines Tages krank. Das ist nicht so schlimm, gibt's ja Tierärzte, nicht? Geht zum Tierarzt, fertig. Der arme Tierarzt. Wieso denn? Waren Sie schon mal in der Tierarztpraxis? Nein, noch nie, aber wie ich Sie kenne, werden das mir ja gleich erklären. Lerne ich wieder so viel von Ihnen. Ach, Sie wollen was lernen? Ja. Gut, schön, wird ja auch höchste Zeit. Sie sind jetzt der Tierarzt? Der Tierarzt. Und ich bin? Der Hund. Nein! Ich bin das Herrchen. Das, ja. Bitte? Das Herrchen. Ja, was gibt's denn da zu lachen, sagen Sie mal? Ist alles klar, Herr Ball. Jeder Hund hat ein Herrchen. Jeder hat ein. So, und jetzt komme ich. Jetzt komme ich. Ja? Und ja, Moment mal, Herrchen. Was denn, nur schon wieder? Hat denn das Herrchen ein Hundchen? Ja, das will ich ja jetzt gerade holen. Ein richtigen Hund? Na, nicht ein richtigen Hund, ein Spielzeughund. Ach so, ja, dann ist prima. Ist klar, ja? Alles klar. So, Sie ziehen sich mal den Kittel hier an. Ich ziehe den Kittel. Was mache ich denn? Sie ziehen sich den Kittel bitte an. Ich ziehe den Kittel. Und dann rufen Sie mich herein. Dann rufe ich herein. Nein, Sie rufen mich herein. Denn hier ist das Behandlungszimmer, da hinten ist das Wartezimmer und da werde ich jetzt warten. Ja, können Sie lange warten. Bitte? Da kann man bestimmt schön warten. Ja, ja. Nur also, gut. Ich gehe warten. Ja, ist richtig. Jetzt machen wir auch mal mit Kostüm. Es wird immer schöner. Was ist das? Mal sehen, was wir hier machen können. So, so. Das sind so die Kittel, die Herr Preil besorgt, nicht wahr? Das ist hier. Ach so, das ist, geht so. Entschuldigung. Das war, ich weiß nicht, jetzt schick so, nicht? So können das, ja, so. Dauert denn das noch lange? Hat da nicht eben ein Hund gebellt? Ja, was sollte ich sagen? So, nun mal rein hier! Sag mal, ich höre wohl schlecht, was? Sie hören schlecht, müssen Sie zum Ohrenarzt, der wohnt gleich um die Ecke. Das heißt der Nächste, bitte. Ja, das ist der Nächste. Die anderen wohnen viel weiter. Wenn Sie mich hereinrufen, heißt das der Nächste, bitte. Ach. Ja, und dann müssen wir beide uns erstmal bekannt machen. Ich kenne Sie doch, Sie sind das Herrchen Peitsche. Bitte. Das gehört doch zum Spiel. Ah ja. Ich komme nochmal. Der Nächste, bitte nochmal. Guten Tag. Preil. Guten Tag, Herrich. Mein Hund ist krank. Ach ja, auch das nicht so schlimm wie ich. Halt! Was ist nur wieder? Sagen Sie, was soll denn das? Was ist denn? Was ist denn? Warum haben Sie die Knöpfe hinten? Ach so, ich stehe verkehrt rum, Herr Preil. Möchten Sie sich bitte erstmal vernünftig anziehen? Entschuldigung, Herr Preil, es war vorhin so eilig und das Wartezimmer voller Hunde. Ah. Also, es ist ja alles ganz schlimm. Aber jetzt werden wir. Jetzt wird's werden. Alles wird gut, Herr Preil. Nicht vertraut. Fertig. Ist gleich geht's. Ist denn das die Möglichkeit? Entschuldigen Sie, hier fehlt ein Stück Stoff hier oben. Dann gucken Sie mal unten. Da fehlt auch ein Stück. Das ist total verschnitten, das Ding. Wo haben Sie denn den her? Lass mal auf. Können wir nun endlich anfangen? Jetzt können wir endlich anfangen. Also, zum dritten Mal. Mein Hund ist krank. Zum dritten Mal? Und da kommen Sie jetzt erst? Warum kommen Sie nicht beim ersten Mal? Da hätte ich vielleicht noch helfen können. Jetzt ist zu spät. Wollen Sie bitte endlich untersuchen? Ja, bitte machen Sie sich frei. Der Hund ist krank. Machen Sie den Hund frei. Also bitte schön, Sie müssen doch als Tierarzt alles erfragen. Erst einmal die Anamnese. Ist klar, bitte? Die Anamnese. Ach, der Hund heißt Anna. Wieso kommen Sie darauf? Sprachen Sie nicht von Annas Nese? Anamnese heißt Krankengeschichte. Der Tierarzt muss alles wissen. Erst einmal, ja, das ist ein Zwergpudel. Woher stammt er? Von den Zwergen. Aus welchem Zwinger? Aus dem Dresdner Zwinger. Ist denn das die Möglichkeit? Zum letzten Mal jetzt. Der Hund fühlt sich elend. Ach, Hundeelend. Er kratzt sich dauernd hinter den Ohren. Ja, der denkt vielleicht über sein Elend nach. Nicht? Außerdem hat er dauernd seinen Schwanz eingeklemmt. Drum ist er auch so kurz. Bitte! Wenn ein Hund sich nicht wohlfühlt, dann klemmt er den Schwanz ein. Und sowas hilft? Ach, Mensch! Was schließen Sie aus einer belegten Zunge? Er aß belegte Brötchen. Quatsch! Magenverstimmung! Guck mal. Ja, guck mal an. Was machen Sie? Was? Nachsehen. Nachsehen. Jawohl. Mensch, du! Komm nicht hinten! Also. Machen Sie mal die Schnauze auf. Jetzt. Was mache ich nach Jahren? Beim Hund! Och, schön dumm, nachher beißt der mich. Nein, nein. Der beißt doch nicht. Ein Tierarzt darf doch keine Angst haben. Also. Mensch, geben Sie den Kittel her. Jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie ein Tierarzt vorgeht. Sie sind jetzt der Hundebesitzer, ich bin der Tierarzt.
So, da werden Sie sehen, wie das gemacht wird. Da muss nämlich jeder Handgriff muss da sitzen. Ja, Moment mal, Herr Breyer, jetzt muss ich mal fragen. Sie würden also so einem Hund so richtig in die Schnauze fassen? Machen Sie mal keine Sorgen, ja? Nur Wetter. Ja, ein Tierarzt hat nämlich keine Angst. Dann kann ich ja jetzt kommen. Ja, warten Sie aber, bis ich Sie hereinrufe. Ich muss erst einen Kittel anziehen. Muss doch mal fragen, ein Tierarzt hat überhaupt keine Angst? Das löchern Sie mich nicht dauernd. Wir werden es ja gleich erleben, wie ich das Tier richtig anpacke. Richtig anpacken, Sie Angsthase. Aber sich einen Hund kaufen, was? Das haben wir gerne. So, Moment, ich bin soweit. Es geht los, Achtung. Bitte der Nächste. Ah!